Moin und herzlich willkommen zum FIFA 20 Karrieremodus mit dem 1. FC Kaiserslautern. Heute gegen den Tabellenersten KFC Uerdingen. Einmal gewinnen gegen die und wir sind punktgleich mit denen und haben größere Chancen, auch den Titel zu ergattern, den ich finde, den wir spielerisch überhaupt nicht verdient haben eigentlich. Und ja, das entscheidende Ding. Wir müssen alle Spiele gewinnen. Habe ich gesagt. Habe ich auch vor. Und ich hoffe, es wird auch passieren. Und ich würde sagen, das würde unsere Chance sehr drastisch erhöhen. Und wenn wir unentschieden spielen, dann wären wir so wie jetzt. Es wäre so, es kann sein, aber eher unwahrscheinlich, weil wir verlieren, schaffen wir es nicht mehr. Da bin ich mir sicher. 4 Spiele, dafür müssen sie ja mindestens 3 verkacken. 2 verkacken, 1 unentschieden, 1 Sieg und wir alle gewinnen. Vollkommen unmöglich gegen diese starke Uerdinger Mannschaft. Könnt ihr mir mal sagen, ob Uerdingen, die haben ja Großkreuz und so, ob die irgendwie besonderes Kohle haben oder so? Dafür ist ja die Community da, habe ich gehört. Würde mich mal interessieren, weil die wirken wie so eine große Nummer in der dritten Liga, als hätten sie irgendwie Kohle im Biss gekriegt oder weiß ich auch nicht. Ach so, ist es einfach nur da langlaufen. Brauche ich gar nicht so langsam chillen. Zack und Pick ist auf Hochtouren, der Junge. Der ist auf Hochtouren. Ich hoffe doch, wir auch. Und ich hoffe doch, dass da seine Hochtour auch in diesem Spiel sich darauf super auswirkt. Ich weiß nicht, wer das ist und ich weiß nicht, warum sie Hämlein zeigen. Ich weiß, er ist Kapitän, aber ob er uns zum Sieg führt oder doch jemand anders die entscheidenden Tore macht, das sehen wir jetzt. So, unter der Flagge der dritten Liga, die wir hoffentlich nicht allzu lange mehr sehen sollen werden. Also dritte Liga, Abschied nehmen ist auf jeden Fall Pflicht. Verein sagt, wir sollen auf jeden Fall Meister werden. Boah, ich komme nicht hinterher. Erst zu schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Uerdingen ist spitzenmäßig drauf. Also auch wenn sie im letzten Spiel unentschieden gespielt haben, Spitzenmannschaft. Ich kann da nicht lang spielen. So eine Scheiße aber auch. Und heute ist M irgendwie mein Lieblingswort. Nein. So ein Dreckspass. Rodriguez. Schade. Ach, schade. Schade. Rodriguez. Einwurf auf Sulayim. Konrad. Habe ich überhaupt schon ein Spiel gegen Uerdingen gespielt diese Saison? Wir lassen uns von Uerdingen nicht entwürdigen. So, Matuvila. Das defensive Monster. Spajic fängt den Ball klassisch locker flockig ab. Warum gehst du da nicht hin, Junge? Kraus, schön. Komm, einfach raus, auf, Hämlein. Den musste ich so weit schicken. Musste ich nicht, aber wollte ich. Und da ist das lockere Easy 1:0 von Spalvis. Der steht da, wie ein Stürmer stehen muss. Und bringt uns die Führung im Topspiel. Obwohl Uerdingen sich nicht so top verhalten hat, wie ich finde. Krasse Aktion. Danke, Lukas Spalvis, für dieses sensationelle Tor. Osabi mit dem Anstoß. Konrad. Lukimia. Ey, der war bei Werder. Günjus. Der sieht so klein aus von beiden. Spalvis kämpft. Ey, Spalvis Tiermodus. Ach komm. Großkreuz verhindert es, dass Pick geschickt wird. Schade. Pick erkämpft sich fast trotzdem noch den Ball. Günjus läuft. Läuft über außen. Guter Pass auf Osabi. Den lassen wir zur Flanke kommen. Das ist nicht gut. Aber der Ball rollt ins Aus. Langsam und gemächlich. Einwurf für uns hoffentlich. Schad mit dem Einwurf. Kraus. Schöner Ball raus. Schad. Da schicken wir einfach den Hämlein, aber leider zu steil. Schade. Hat einen guten Laufweg gemacht, der Junge.
Lim Jung, irgendwie so. Lu Sulaim. Osabe Sulaim. Rodriguez. Kampf um den Titel eröffnet. Kraus, wunderschöner Zweikampf, wunderscheißer Pass. Osabe, da sagen wir, oh je, Osabe, du kriegst kein Tor hin gegen uns. Oder doch? Aber Rodriguez auf jeden Fall fast. Da boxt er den Sickinger um. Ich hoffe, das ist nicht so eine... Spalwis, Mann. Wieso nimmst du den Ball so merkwürdig an? So eine drastische Verletzung. Sulaim. Lim Jung Jai. Jai oder so. Schön raus. Und mein Verteidiger läuft einfach nicht mit. Er hat einfach keinen Bock. Wunderschön. Dann halt nicht. Sie verteidigen, also sie machen echt krass schnell, bauen die ihre Verteidigung wieder auf. Bergmann. Ah, oh, komm. Skalatidis. Irgendwie, irgendwas. Warum passiert das nicht? Die sind da, aber muss das denn so sein, dass man da keinen Pass mehr zustande kriegt irgendwie? Ja, schön, Kraus. Sehr schöne Zweikampfverhalten. Einfach raus, auf. Pick, pick. Du bist doch geschickt mit dem Ball am Fuß. Ja, zu lahm. Auf einmal erlahmt er. Wieso? Hämlein. Schön raus. Spalwis. Skalatidis meine ich. Kommt nicht durch zur Flanke. Rodriguez. Sulaim. Rodriguez im Zusammenspiel mit Konrad. Daube. Gündüz. Mit Daube. Die Duschhaube. Abkürzung für Duschhaube übrigens. Daube. Ich weiß nicht in welchem Land, aber in meiner Welt auf jeden Fall. Einfach den Hämlein schicken, weil Platz ist. Ist einfach so. Und dann ist es das 2:0 von Skalatidis. Endlich trifft er mal wieder. Die ganzen Leute haben schon aufgeschlossen im Topspiel. Führen wir auch schon 2:0. Sehr, sehr zufriedenstellend. Läuft ja wie geschmiert. Daube. Hämlein. Ich meine, nach diesen ganzen spielerischen Ups kann auch mal ein Hoch kommen. Ups im Sinne vom deutschen Up. Runter. Bergups. Scheiße. Weil sonst wäre das sehr unlogisch, was ich gesagt habe. Lim Jung Jai. Hämlein gut. Wie ein Kapitän. Schön durch. Da ist Skalatidis. Da wird Pick geschickt. Außen. Tor. 3:0. Unsere Tordifferenz steigt. Deren Feld. Jimper bei Lionfeld. Oder was steht da? Was steht da irgendwie? Keine Ahnung. Finde ich witzig. Aber wunderschön vorbereitet. Und dann Pick. Der lässt sich das nicht nehmen, den da richtig schön in die Ecke, ins lange Eck zu schlänzen. Hätte der Tor ein bisschen besser reagiert, dann hätte er auch halten können. Aber gut. Meckern wir mal nicht. Osabe Sulaim. Sulaim, Konrad. Das wäre es ja, wenn wir die jetzt richtig auseinanderhauen und die deswegen schon mit Tordifferenz überholen, obwohl die wesentlich mehr Tore haben als wir. Aber das halte ich noch für ein Gerücht. Rodriguez. Die werden sich doch locker sowieso noch irgendwie. Die holen da bestimmt noch auf und dann endet es irgendwie 3:2 oder 5:4 für mich. Dann, das wäre trotzdem Hauptsache gewinnen. Sulaim. Rodriguez. Ah, Sulaim. Ah, jetzt kommen sie. Ich habe versucht, mein Defensivverhalten ein bisschen zu verbessern, aber... Aber ich komm einfach... Ich kann es nicht verstehen, weil ich einfach nicht auf diese Gegenspieler raufgehen kann. Wieso auch immer. Selbst wenn sie offensichtlich den Ball... Eieiei. Was für ein schlechter Pass. Ich wollte unbedingt, dass der Pick da durchläuft. Aber ich hätte mir was anderes überlegen müssen. Keine Ahnung.
zu einfach gedacht und zu gut verteidigt von denen. Das war Großkreuz, das hat man erkannt. Aber zur Halbzeit 3:0 ist doch schon mal beeindruckend. Anstoß Uerdingen. Wir werden Uerdingen nicht entwürdigen. Oder eher gesagt, sie uns heute nicht. Und wir könnten sie tatsächlich entwürdigen. 3:0 ist schon echt eine saftige Sache. Jeder hat sich auf ein Topspiel gefreut und wir rasieren hier einfach. Ist er trotzdem top, ne? Aber. Oha. Osabe. Schön. Matuvila. Das haben sie echt ruhig geklärt. Ach komm, ich wollte so einen wunderschönen Doppelpass spielen im letzten Moment. Das ist immer riskant, aber funktioniert auch meist nie. Aber wenn, dann ist es sehr effektiv. Komm schon. Jetzt sind wir mal dran, hier Druck zu machen. Wir müssen ja Druck machen. Schön mitgenommen. Hemlein. Wunderschöner Pass. Skalatidis. Wunderschöner Pass, schön nach außen. Da ist Hemlein, nochmal zurück, nochmal zu Hemlein, nochmal Kapitän. Macht es! Zurück auf Skalatidis, der nicht gut genug abschließt, um Königshofer zu überwinden. Das ist des Königshof, das hat er gezeigt. Der Strafraum ist sein Königreich. Barry, where is Barry? Resident Evil Insider. Maxo... Großkreuz, der Kevin. Kevin. Barry. Oh, da ist er. Skalatidis, der läuft. Da ist Bergmann. Bergmann. Bergmann läuft heute. Ah, schade. Ich hatte die Idee. Leider nicht komplett gut. Hätte ich den hochgelupft, dann wäre das besser gewesen, glaube ich. Konrad. Großkreuz. Ich hab's. Ich sag das jetzt mal so, um das Karma zu aktivieren. Ich glaube, ich habe es defensiv ein bisschen raus, auch wenn das jetzt ein Foul war. Habe ich es jetzt ein bisschen besser im Griff, habe ich das Gefühl. Selbst mit so einem Fehlpass kann ich gerade leben. Ich meine, wer führt nicht gern 3:0 gegen den Tabellenersten? Boah, Gündüz mit einem Trick. Aber Spalch fängt den nicht, obwohl das der lascheste Ball war, den die Kreisliga je gesehen hätte. Ah, vielleicht sollte ich mal gleich wechseln. Hemlein, raus damit. Großkreuz. Rodriguez. Nicht mit mir, Freundchen. Großkreuz. Bachmann. Sie kommen nicht durch. Aber Pick auch nicht. Der macht lieber ein paar Frühlingsrollen im Winter. Lukimia, ey, der war Werder-Spieler. Schön nochmal durch, da weg damit. Schön durchgesteckt irgendwie, Spalvis. Schönes Ding oder so. Ich konnte nichts machen. Die haben mich weggecheckt, ey. Krass. Sulaim. Hua hey, yo. Ey, der kann auch nichts machen, ne? Der pickt, der, da sind sie vorsichtig. Die wissen, der macht einfach mal ein paar Tricks und dann geht das ab. So, 70. Ich werde wechseln. Die erschöpften Spieler werden einfach ausgewechselt. Das ist Hemlein. Gegen Hercher. Pick sieht heute keinen Stich, das muss man so anerkennen. Und dann... Wieso ist Fechner nicht drin? Fechner rein! Und schon geht's weiter. Ich hoffe, der Otto wird ein guter Torwart. Sonst muss ich mir echt einen Kopf... Ich werde mir, glaube ich, sowieso ein neues Torwarttalent kaufen. Ich hätte ja Grill gern behalten, aber die haben den ja verkauft. Die hätten doch einfach sein Gehaltsgefüge, die hätten denen das doch erklären können. Der hätte bestimmt nicht gesagt, na, wobei, der hätte nein gesagt, der Locker hätte nein gesagt. Schön, da läuft nochmal Pick auf Hochtouren. Schade, scheiße, ich hätte es nutzen müssen. Je mehr Tore, desto besser. Matuvila,
Zuck. Jetzt ist er drin. Schöne Flanke nach hinten, aber da war halt einfach keiner. Barry, Gündüz, Lukimia, Maxo. Sieht aus, als hätten wir gute Chancen auf den Sieg. Schade. Es war auch noch ein Foul von uns, obwohl wir den Ball einfach haben wollten. Wahrscheinlich hätten wir noch gelb gekriegt dafür. Würde mich nicht wundern. 80. Minute. Schön, da hat Fechner sich nicht lumpen lassen. Lauf doch da lang, Mann, ja. Schön, da ist Galatidis. Kurze. Bayern, nicht zum. Der hat keinen Zug gehabt, Alter. Da haben ein paar PS gefehlt. Was ich sehr schade finde, denn er hätte so seine Torschützenkarriere ein bisschen ausbauen können. Als sehr krass starker offensiver Mittelfeldspieler. Gündüz. Großkreuz, der Kevin. Lukimia. Asani Lukimia. Kevin Großkreuz. Gündüz, Barry. Der Ball geht durch. Da ist Balch und ballert den Ball nach vorne. Da ist Spalvis, aber die kriegen den Fuß da irgendwie mal ran. Wir faulen aus Versehen. Zwinker. Rodriguez kommt da zur Flanke, Barry. Aber nicht mit uns. Leute, nicht mit uns. Meisterlich. Wohin? Komm, lauf doch weiter. Ich habe Doppelpass gedrückt. Zurück. Und lauf doch irgendwie, Mann. Scheiße. Komm, 4-0, ey. Dann haben die quasi wir plus 4, die minus 4. Das ist eine Differenz von plus 8 quasi, also die wir da zu denen gut gemacht haben. Einfach rein da irgendwie. Nein. Is not true. Aber egal, 3-0. Da machen wir auch ein Interview. Machen wir auch ein Interview, Leute. Denn das war gegen die Rivalen. Und das einfach 3-0 weggeballert. Gut verteidigt. Easy Tor. Was hat der denn für ein Tor gemacht? Ich kann mich nicht mehr... Ach ja, das Tor. Das war gut. Das war auch gut. Galatidis. Der Mann, der jetzt 15 Tore hat. Naja, muss ja nicht Torschützkönig werden. Juckt mich ja nicht. So, mal gucken. Magdeburg spielt auch nur unentschieden. Das heißt, wir sind fast definitiv Zweiter. Da muss jetzt schon echt was Tragisches passieren, dass das nicht mehr klappt. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Er ist gut drauf. Er ist Kapitän und nur wichtig, weißt du? Nicht mal absolute Stammkraft, wie das auch immer heißt da. Heblein ist ein grandioser Spieler. Kaiserslautern ist bislang in der meisten... Wir haben es drauf, wie wir sind ohne Niederlage. Was? Wir haben keine Niederlage? Das glaube ich nicht. Wir sind sehr zufrieden, Tabellenführer. Das motiviert uns hier für die nächsten Spiele. Mann. Wir haben richtig Bock, diese Meisterschaft mit nach Hause zu nehmen. Kein Problem, Junge, kein Problem. Hey, du bist sogar Kapitän. Und das warst du nicht mal von mir aus. Naja. Was soll ich dazu sagen? Wunderschön. Der Herr Otto. Ich hoffe, du machst noch einen guten Job hier. Der mit Spalch bin ich echt nicht so zufrieden. So, wir gucken jetzt mal, was die Tordifferenz sagt. 69 zu 30, 63 zu 1 und es sind nur drei Tore. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Na gut, liebe Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Und ich speichere vor euren Augen.
So. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Lasst ein Like oder Abo oder irgendwas da, wenn ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.